Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Schlacht. Heute spielen wir gegen die Britannia als Pontus. Ihr seht, ich habe viele Briten und Bogenschützen dabei. Einmal die Balliste. Ansonsten noch einige Pikiniere und Schwertkämpfer. Und noch zwei Hopliten, um die Briten und Bogenschützen zu decken. So, wir können gleich starten. Vielleicht noch ein Wort dazu, warum zurzeit sehr wenige Videos kommen. Ich habe in einigen Tagen eine Prüfung, für die ich viel lernen muss. Und ich kann es mir einfach nicht leisten, zu viel Zeit mit Aufnehmen zu verbringen. Ich habe zwar unzählige Schlachten geschlagen, aber das Problem ist, dass ich nicht jede hochladen kann. Weil nicht alle ansehnlich sind. Und weil die Replays nicht funktionieren, muss ich halt jedes Mal von Neuem kommentieren. Das ist halt sehr zeitaufwendig. Ich könnte theoretisch auch die Schlachten einfach so aufnehmen und dann im Nachhinein kommentieren. Das könnte ich auch mal probieren. Aber wie gesagt, ich habe zurzeit zu viel zu lernen. Wird aber in einigen Tagen vorbei sein. Dann kommen auch wieder mehr Videos. So. Der Abstand scheint nicht allzu groß zu sein. Das heißt, wir können mit der Balliste... Nee, doch nicht. Die Balliste kann also nicht allzu weit feuern. Das heißt, sie wird auch nicht von Nutzen sein, weil wenn er einigermaßen schlau ist, wird er einfach irgendwie zur Seite ausweichen. Na gut, ich könnte sie so schräg positionieren. Gut, machen wir das so. Die Briten haben natürlich eine sehr starke Infanterie. Wir müssen uns also in Acht nehmen. Mit den Pikinieren kann ich da einiges reißen. Aber ansonsten sollte ich erstmal die Briten in Bogenschützen ausspielen. Ich befürchte, dass die Balliste nicht von zu großem Nutzen sein wird. Ja. Na gut. Mögen die Spiele beginnen. Wir können schon schießen. Ich stelle mal auf brennende Geschosse. Ich glaube, er hat nicht... Er hat sehr viel Infanterie dabei. So auf den ersten Blick. Oh. Ja, das wird schwierig. Allerdings haben wir den Vorteil, dass er kaum Kavallerie hat und auch kaum Fernkämpfer. Er ist uns also ziemlich ausgeliefert, wenn er uns nicht rusht. Dafür müsste er aber hier auch an der Balliste vorbei. Wir haben also doch vielleicht eine Chance, aber auf jeden Fall hier diese auserwählte Schwertbahn, also die Elite-Kämpfer der Barbaren oder der Britannia, gehören zu den Einheiten, die ich ein bisschen zu stark finde oder zu billig. Gut, was hat er hier eigentlich? Veteranenkavallerie? Sperrbande. Na gut. Ich werde versuchen, ihn mit den Hopliten ein bisschen aufzuhalten oder mir ein bisschen Zeit zu erkaufen. Damit er nicht so schnell hier rein kann. Ich schieße mal hier drauf, damit ich vielleicht auch den General ein bisschen erwische. So, mit der Kavallerie ist er nicht sehr offensiv. Ja, mal sehen. So, wenn wir Glück haben, können wir hier die Kavallerie erwischen. Nee, so leicht lässt er sich nicht aufhalten. Oder doch? Nein, natürlich nicht. So, was mit der Balliste? Okay, da kommt... Ah, das... waren keine richtigen Volltreffer. So, da könnte mein Obliden jetzt eigentlich sehr leicht ausschalten. Keine Ahnung, warum er das nicht macht. So, die erste Einheit flieht hier schon fast. So, ich aktiviere mal rasches Vorrücken.
So, kann ich hier Feuer? Feuermunition, die aktiviere ich mal. So, hier gehe ich mal in den Nahkampf. Ich glaube, ja, wir haben seine Kavallerie erwischt, da hat er kurz nicht aufgepasst. So, die Bogenschützen sollten wir auch gleich erwischt haben. Hier gehen wir in die Phalanx. Ich möchte seine Armee so lange wie möglich aufhalten. Im Nahkampf haben wir nicht viel entgegenzusetzen. So, jetzt müssen wir die zurückziehen. Mal sehen, vielleicht können wir den General ausschalten. Ah, das sieht nicht so gut aus. Zu euren Diensten! Möge Zeus mich beschützen! Okay, hier hat er uns eine Sperrbande entgegengeschickt, die sollten wir packen. Ansonsten... Ballasten! Ja, die Balliste kann auch nicht mehr schießen. Das ist außerhalb der Reichweite. So, was haben wir hier? Auserwählte Schwertbande. Hier haben wir eine Speerbande, die greifen wir mal an. Ansonsten müssen wir schießen. Oh, da kann er uns gleich erwischen. Ah doch, es sieht ganz gut aus. Hier kommt er uns frontal entgegen, das sollten wir schaffen. Ja, es sieht nach einem Sieg aus. Hier haben wir seine Kavallerie ausgeschaltet. Ah, hier kann er uns in die Zange nehmen, das werden wir wohl verlieren. So. Wenn wir den General ausschalten, dann dürften wir es etwas leichter haben. Ach, hier können wir zurückkehren. Da drüben hat er wahrscheinlich die Einheit erwischt. Obwohl, da hat er eigentlich nicht mehr viele. Ich versuche mal zu fliehen. So, Zeit mit den Pikinieren vorzurücken. Das habe ich wohl etwas spät gemacht. Ah, die Schwertkämpfer halten hier wirklich lange aus. Respekt. So, jetzt werden wir ihm den Todesstoß versetzen. Ja, das sollte der Sieg sein. Zu euren Diensten. Zerstückelt sie! Puh, ja. Lief eigentlich ganz gut. Mein Herr! Hier können wir uns mal kurz den Filmmodus erlauben. Überhaupt Gegner? So, die meisten Truppen haben wir ausgeschaltet. Was bleibt noch? Bleibt eigentlich nichts. Ich glaube, die fliehen einfach. Ja. Und die auch. Okay. Ja, die Schlacht ist vorbei. Ich glaube, die war sehr schnell. Ja gut, er hat halt sehr viel Elite-Infanterie gehabt, aber... ich weiß nicht. Bis er angekommen ist, waren die schon ziemlich geschwächt. Dank der... Okay, die Balliste hat 160 mitgenommen, das ist ganz gut, ist aber jetzt nicht... hat jetzt nicht die Schlacht entschieden. Ihr seht hier, die britischen Bogenschützen waren sehr gut. Teilweise sind da natürlich auch die Steinschleuderer dabei, aber... die haben trotzdem von... ich konnte natürlich die ganze Zeit von hinten drauf schießen. Die Hopliten waren sehr nützlich, auch wenn sie nicht viele getötet haben. Ich konnte seine Kavallerie jetzt nicht ganz erwischen, aber... sie konnten uns Zeit erkaufen, indem wir die Infanterie einigermaßen aufgehalten haben. Ja, die Pikiniere natürlich sehr gut. Ich glaube, die werden von vielen noch unterschätzt. Also Pikiniere von vorne sollte man auf keinen Fall angreifen. Also egal mit welcher Einheit, auch mit der prätorianischen Garde oder was auch immer. Also niemals Pikiniere von vorne angreifen. Außer man hat noch stärkere Pikiniere. Aber auch, selbst dann würde ich versuchen, von der Seite anzugreifen. So, ansonsten gibt es nichts zu sagen. Ja, hat ganz gut funktioniert. Ich denke, das war eine leichte Schlacht, aber... ich werde sie hochladen. Was soll's. Ich habe gerade nicht viel Auswahl. Gut, ich hoffe, die Schlacht hat euch gefallen. Auch wenn sie jetzt nicht so anspruchsvoll war.
Ich werde vielleicht. Ja. Ich werde nicht allzu viel Artillerie einsetzen. In den zukünftigen Schlachten. Ich weiß nicht. Die meisten Spieler kommen damit irgendwie nicht klar und. Weiß nicht. Keine Ahnung. Die meckern dann auch immer. Das gefällt mir irgendwie nicht. Da benutze ich dann lieber keine Artillerie, als mir irgendwie sagen zu lassen, dass ich gecampt habe oder so. Obwohl ich das eigentlich nie mache. Ihr seht ja, wie offensiv ich vorgehe mit der. Mit den brennenden Bogenschützen und mit den Hopliten. Aber ja, egal. Das ist ja eine andere Sache. Ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Online-Schlacht oder beim Let's Play. Das Let's Play wird aber wahrscheinlich angefangen nach meiner Prüfung. Online-Schlachten gibt es vielleicht davor schon ein paar. Ansonsten, ja. Bis zum nächsten Mal, euer Hannibal.